Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine Neuzugänge aus dem Juli, denn tatsächlich sind wir schon im August angekommen. Mein Urlaub ist so gut wie vorbei und ich dachte, jetzt kann ich auch noch kurz vorher sozusagen die Neuzugänge abdrehen. Es sind 13 Bücher bei mir eingezogen. Die Challenge, einstellig zu bleiben, habe ich nicht geschafft, aber ich habe es geschafft, im Juli mehr als 13 Bücher zu lesen. Also zumindest ein Teil davon hat sich erfüllt. Es sind 7 Bücher in haptischer Form eingezogen, 4 E-Books und 2 Hörbücher. Und ja, das ist ja so fast 50-50, was also auch der Challenge sozusagen ganz gut entgegenkommt. Man bei 13 Büchern, na, ist natürlich ein bisschen schwierig. Zudem ja, habe ich diesen Monat ein tolles Buchpaket von einer lieben ja, Zuschauerin und Freundin erhalten. Und ja, da habe ich, glaube ich, auch 3 Bücher behalten und auch das Needful Things Paket war bei mir und dementsprechend, ja, das sind dann natürlich immer so ein bisschen, ja, die haptischen Bücher, die dann reinfallen. Es ist auch schon ein bisschen was gelesen. Zu den Büchern werde ich ein bisschen weniger erzählen. Der Büchermonat oder vielleicht werden es auch 2 Videos, die kommen dann in den nächsten Wochen. Ich packe alle Bücher unten in die Infobox. Schaut da sehr gerne mal vorbei. Ich habe hier Affiliate-Links auf die Thalia-Seite verlinkt und ja, wenn ihr darüber irgendwie bestellt, dann zahlt ihr nicht mehr, aber unterstützt mich ein bisschen. Also schaut euch da gerne um, wenn ihr Lust habt. Und wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten Buch, auch ein Buch, was ich schon gelesen habe, und zwar Und dann kam Lämmchen von Anne Hansen. Das Buch habe ich in der Flow entdeckt und habe auch einen Lesevlog dazu gemacht, wo ich euch auch noch ein ja, E-Book-Gadget gezeigt habe und wir auch ein bisschen gepuzzelt haben, ein bisschen spazieren waren. Also schaut auch super gerne im Lesevlog vorbei. Auch den verlinke ich euch, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ja, und in diesem Buch begleiten wir Anne Hansen, die eine ja, ziemlich schwere Diagnose erhält und sie dann eben erstmal mit ihrem Mann für ein Jahr wieder Richtung Heimat an den Deich zieht und dort dann eben eine Schafherde trifft. Und sie zeigt uns eben so ein bisschen in dieser Geschichte, die ja wie ein Tagebuch geführt ist, ja wie eben ja das Lämmchen als eigenes Lamm sozusagen und auch die Schafherde ihr Leben verändern und verbessern und macht das auf eine sehr positive Art und Weise, sympathisch und ja, erzählt uns eben hier auch, dass wir nicht immer nur die Tiere retten, sondern auch die Tiere uns, und das hat sich super schön erklärt, wie ich fand. Und ja, ist eine absolute Empfehlung, ist ein kleines Highlight geworden und darf jetzt dann auch ins Highlight-Regal wandern. Dann habe ich Ruthless Woes gelesen von Rebecca Ross. Das ist ja der zweite Teil zu Divine Rivals. Also ich habe es mir besorgt als E-Book, beziehungsweise habe es als Rezensionsexemplar erhalten und habe es dann auch ziemlich zeitnah gelesen. Ich mochte ja den ersten Teil Divine Rivals super gerne. Auch dazu gab es einen Lesevlog und ich werde euch jetzt dann im Juli auf jeden Fall im Büchermonat auch erzählen, wie mir der zweite Teil gefallen hat. Und ich kann aber so viel sagen, dass mir beide Teile wahnsinnig gut gefallen hat. Mir hat diese ganze Geschichte super gut gefallen mit den Göttern und den Kriegen und wie das sozusagen Zusammenspiel mit den magischen Schreibmaschinen. Auch die Protagonistin Iris und Roman haben mir wahnsinnig gut gefallen. Und ja, ich muss sagen, hier hat sich der zweite Teil auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gelohnt. Während ja der erste wirklich mit einem Cliffhanger geendet ist, schließt natürlich die zweite Geschichte jetzt ja diese ganze Geschichte auch wirklich ab. Also das zweite Buch schließt die Geschichte ab. So, und ich konnte gar nicht so lange warten und habe mir das Buch dann ja Anfang Juli auch als E-Book sozusagen angefordert und dann auch erhalten und habe dann auch direkt dazu gegriffen. Wie gesagt, im Büchermonat dann mehr. Auch das nächste Hörbuch habe ich bereits gehört, und zwar Fuse von Marc-Uwe Kling. Eigentlich kennt man Marc-Uwe Kling ja eher so als Autor von unterhaltsamer Literatur, also wenn man an die Känguru-Chroniken denkt oder dann auch an die durchaus etwas humoristischere Dystopie Quality Land, die mir auch super gut gefallen hat. Und ich bin dann irgendwann über ein Interview von ihm und Sebastian Fitzek gestolpert und war so angetan von seinem Thriller-Debüt, dass ich mich hier auch gefreut habe, das hören zu können, und habe es auch direkt dann Anfang Juli gehört. Und auch das war tatsächlich für mich ein kleines Highlight, was mir sehr gut gefallen hat. Ich fand diese Idee sehr spannend, dass man eben sagt, was kann hier zum Beispiel Fake News verursachen? Was passiert, wenn Dinge vielleicht anders scheinen, als sie sind? Und ich mochte das sehr gerne. Ich fand es spannend, wie die Menschen so agiert haben, wie sie uns gezeigt wurden, wie ja, einfach wir Menschen auch manchmal dann einfach so sind, wie wir Dinge glauben, wie wir manches in Frage stellen, anderes nicht. Das hat Marc-Uwe Kling auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut rübergebracht.
Dann habe ich im Needful Things Paket zu einem Drachenbuch gegriffen und zwar Hier könnte es Drachen geben von Katrin S. Knopp. Von der Autorin kommt im September auch ein neues Buch heraus. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Das hat die liebe Anka schon sehr, sehr angepriesen. Ich bin super neugierig und ich fand hier Drachen und ich fand es auch so von der Haptik und von der Optik mit den Illustrationen richtig, richtig schön. Und wir haben hier schon eher eine Kinder-Jugend-Geschichte, ein Coming-of-Age-Roman, der von innerer Entwicklung und der ersten Liebe erzählt. Und wir werden hier Linda begleiten, 2 Wochen, die zu ihrem Onkel in den Schwarzwald einquartiert wird. Und dort trifft sie dann auch einen Freund aus Kindertagen. Und es wird aber dann doch alles spannender als gedacht. Denn bei einem Streifzug durch den verwunschenen Garten findet sie den Weg in die Anderswelt und die ist voller Magie und Gefahren. Und ich gehe mal davon aus, dass es dann wahrscheinlich auch Drachen gibt und freue mich da sehr drauf. Mit Drachengeschichten bekommt man mich ja immer. Und die Illustrationen sind von Eileen J. Graf und dementsprechend freue ich mich da drauf. Ein Kinderbuch und ich denke, das ist durchaus noch was ich jetzt wahrscheinlich irgendwie im August oder September lesen werde und ich da auf jeden Fall auch viel Spaß haben werde. Dann ist bei mir eingezogen Wüstenjuwel von Göttern gekrönt von Ulrike Koch. Auch das Buch habe ich bereits gelesen, wurde mir auch als Rezensionsexemplar als E-Book zur Verfügung gestellt. Auch hier könnt ihr dann im Büchermonat schon meine Meinung dazu hören. Mich hatte hier sehr angesprochen, dass wir eben in eine Wüste gehen, dass wir es in Ägypten da im Grunde umherstreifen, es auch um die ägyptischen Götter geht, wie die Entstehungsgeschichte der Welt erfahren, wie sie eben im alten Ägypten geglaubt wurden und wir begleiten eben ein Zwillingsgeschwisterpaar, die eigentlich vor einer Aufgabe gestellt werden. Sie ist eigentlich auserwählt, beziehungsweise eigentlich sehen sie es ja noch zu Beginn als Strafe und muss den Göttern dienen. Und er übernimmt dann aber ihren Platz. Sie möchte das aber nicht verantworten, folgt den Trupp. Und dann erleben eben beide so ein bisschen die Intrigen, was die Götter und auch die alle drumherum so ein bisschen, was da vor sich geht und wofür die Götter dann auch so ein bisschen stehen, welche große Gefahr auch von einem Gott ausgeht. Und es war wirklich Fantasy im alten Ägypten, die mir richtig gut auch gefallen hat. Und da dürft ihr dann im Büchermonat auf jeden Fall auch gespannt sein. Als E-Book habe ich mir gekauft Asrei, das Portal der Drachen. Wie man sieht, das Drachenthema zieht sich durch. Es ist eine Trilogie, sie ist von Liane Maas, es ist eine Trilogie. Der zweite Teil ist auch bereits erschienen und der dritte Teil erscheint im Oktober und um dieses Buch bin ich schon sehr, sehr lange rumgeschlichen. Und dann habe ich es irgendwann als Schnäppchenangebot bei Thalia entdeckt für 1,99 € das E-Book. Und dann dachte ich, und wenn dir das gefällt, dann ist das was, wo du im Grunde ja direkt weiterlesen kannst. Ich überlege es, ob ich jetzt vielleicht in meinen Herbsturlaub mitnehme, weil dann auch der dritte Teil irgendwie erscheint. Dann könnte man vielleicht alle 3 Teile, wenn es einem gefällt, auch hintereinander weglesen. Und es ist ein epischer Fantasy-Liebesroman, der auf Drachen und Magie trifft. Und es wird sich hier die Frage gestellt, wer ist der Feind? Der Mann, den sie liebt oder dem Drachen, dem sie vertraut? Und ich mag einfach Drachengeschichten und das hat mich auch total angesprochen. Die mittellose Elia darf entgegen aller Konventionen eine Ausbildung zur Drachenreiterin beginnen. Doch ohne eigenen Drachen ist das schwierig, zur praktischen Prüfung zu kommen. Doch zum Glück besitzt Ian gleich 2 Drachen. Allerdings ist er nach einem schweren Flugunfall auch traumatisiert und die beiden gehen dann eben einen Deal ein. Doch schon bald erkennt Elia, dass Ians Drachen Geheimnisse hüten, die besser unentdeckt geblieben wären. Und es erinnert ein bisschen an Fourth Wing. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, welche der beiden Geschichten zuerst da waren. Aber Drachen und alles so ein bisschen mit Drachenreitern, das spricht mich auch gerade im House of the Dragon Fever, in dem ich bin, auch an. Und von daher passt das, glaube ich, ganz gut. Ich hoffe, auch wenn es hier natürlich schon als Liebesroman deklariert ist, dass es nicht zu vordergründig ist und es schon auch so ein bisschen um die Drachen und um diese besondere Mensch-Drachen-Verbindung gehen wird. Dann gab es einen sommerlichen Buchtipp beim Booktube Sommercamp. In meinem Video habe ich ja auch 3 tolle Bookstagrammer zu Wort kommen lassen und die liebe Susanne hat von Franziska Jebens Immer am Meer entlang empfohlen. Und es war ganz lustig. Ich habe das Buch
3-4 Mal irgendwie im Juli gesehen. Immer wieder haben Leute es empfohlen, in die Kamera gehalten oder auch auf Instagram. Und dann habe ich mir das bei Tauschticket ertauscht, war total happy. Und dann kam von Susanne der Buchtipp und ich habe ihr direkt geschrieben, wie lustig ich das finde, dass ich es gerade angefordert habe. Und sie es jetzt auch noch als sommerlichen Buchtipp sozusagen empfiehlt. Ein Buch, das ich glaube tatsächlich auch mit in den Urlaub gehen würde. Ich werde wahrscheinlich nur so 2-3 haptische Bücher mitnehmen und natürlich auch den E-Book-Reader, weil der natürlich auf Flugreisen einfach ein bisschen angenehmer ist, als echte Bücher im Handgepäck zu haben. Aber das stelle ich mir richtig schön vor, dann auch am Strand zu lesen. Ja, wann hast du zuletzt das Salz des Meeres auf deinen Lippen geschmeckt, den lauen Sommerwind auf deiner Haut gespürt und bist deiner Sehnsucht nach grenzenloser Freiheit gefolgt? Und wir haben hier zwei Charaktere, Josie und Paul, die beide irgendwie einen Roadtrip machen, um den festgefahrenen Alltag zu entfliehen. Und Josie möchte in ihrem Bulli eben auch die Küsten erkunden und beide möchten Freiheit und unvergessliche Erlebnisse. Dann treffen sie sich einige Male eher zufällig, doch dann verabreden sie sich auch direkt auf ihrer Route oder hinterlassen sich Nachrichten. Und ein ganzes Jahr lang ist so immer mit einsamen Stränden, versteckten Buchten und malerischen Orten und eine unerwartete Freundschaft, die vielleicht noch so viel mehr sein kann. Spricht mich total an, gefällt mir und ich bin super, super gespannt. Ich finde auch dieses Cover wunderschön, also oben so mit diesem Sand und unten kommt das wilde Meer, richtig schön, auch in der Broschüre sozusagen geht es weiter, also richtig toll und ich bin sehr gespannt darauf und hoffe, dass die Empfehlungen mich hier nicht enttäuschen. Das nächste Hörbuch habe ich auch bereits gehört und zwar ist es Die einsame Buchhändlerin von Tokio, Nanako Hanada, wurde mir auch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt und habe ich dann auch in meinem Urlaub gehört und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen ja sehr autobiografischen Roman zu hören, denn die Autorin erzählt uns schon ein bisschen Fiktivität mit innebehalten, von einem Jahr, in dem sie eben auf einer Dating-Plattform unterwegs war, wo man 30 Minuten sich treffen konnte und ihr Ziel war es, all den Menschen, die sie trifft, auch einen Buchtipp zu geben, denn sie ist eben Buchhändlerin. Und man spürt eben in diesem Buch die Liebe zum Lesen, die Liebe zu Büchern, auch das Miteinander, wie man neue Bekanntschaften treffen kann, wie man zu Gesprächen kommt, auch wie man vielleicht herangeht, wenn man Buchtipps für andere Leute heraussucht. Ein ganz tolles Hörbuch, was mir sehr gut gefallen hat und ich mag ja sowieso japanische, asiatische Geschichten sehr gerne und auch hier wurde ich sehr, sehr, sehr gut unterhalten und ich glaube, für alle, die Bücher lieben und das Lesen lieben, ist das auf jeden Fall was, aber ich werde natürlich ein bisschen ausführlicher auch noch im Büchermonat darüber sprechen. Dann habe ich von der lieben Sarah, ursprünglich eine Zuschauerin, mittlerweile auch wirklich eine liebe Freundin, mit der ich immer mal wieder im privaten Austausch bin, 3 Bücher zugeschickt, beziehungsweise hat sie aussortiert und ich habe auch ein Kerzenglas von ihr übernommen, was sie aussortiert hat und ich habe mich sehr gefreut, dass sie mir die 3 Bücher mit dazugelegt haben, denn zum Beispiel Der Wassertänzer stand schon etwas länger auf meiner Wunschliste von Ta-Nehisi Coates, ist glaube ich vor 2 Jahren erschienen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ah, sogar schon vor 4 Jahren. Ist das echt schon so lange her? 2019 und 2020? Ich hätte echt gedacht, dass das noch nicht so lange ist. Egal. Auf jeden Fall hatte ich es eine ganze Weile auf der Wunschliste und es ist ein einzigartiges amerikanisches Epos und es ist die Geschichte von Hiram, einem jungen Sklaven mit einer ganz besonderen Begabung, der seiner Gefangenschaft entkommt und sich dann eben auf der Suche nach seinen verlorenen Erinnerungen macht. Und es ist die Geschichte eines langen Kampfes und Freiheit und Selbstbestimmung und es ist die Geschichte einer großen Liebe. Und es heißt hier eben auch so schön, unglaublich, dieses Meisterwerk hilft uns zu verstehen, was es bedeutet, nie ein Leben in Freiheit geführt zu haben und dafür alles aufs Spiel zu setzen. Das hat zumindest Oprah Winfrey gesagt und es soll in einer ganz schönen Tonalität erzählt sein und ich bin hier super, super neugierig, was diese Geschichte für mich bereithält. Das zweite Buch war auch ein Buch, was wie es erschienen ist, auf meiner Wunschliste war. Ich habe dann doch immer mal so ein bisschen kritischere Meinung gehört, dann ist es mal wieder runter, dann habe ich mal wieder positive Meinung gehört, dann war es mal wieder auf der Wunschliste und jetzt ist Happy End für 2 bei mir eingezogen von Rachel Winters. Auf jeden Fall ein Cover, was mich sehr, sehr, sehr anspricht und es heißt, echte Liebe braucht kein Drehbuch. Wir begleiten Evie Summers. Ob das zufällig ist, dass Rachel Winters ihre Protagonistin
mit der entgegengesetzten Jahreszeit benennt. Naja, sie ist auf jeden Fall unterbezahlte Assistentin in einer Filmagentur und dann hofft sie eben auf eine Beförderung. Doch der wichtigste Klient, der attraktive Drehbuchautor Ezra, weigert sich, das längst überfällige Drehbuch für eine Rom-Com abzuliefern. Er glaubt nicht an die romantische Liebe und dann muss sie ihn aber zum Schreiben bewegen und Ezra schreibt nichts, woran er eben nicht glauben kann und ja, so schließen beide dann einen Pakt, wenn Efi beweisen kann, dass es die romantische Liebe gibt und man sich im wahren Leben so verlieben kann wie im Film, dann schreibt er auch das Drehbuch dazu und natürlich bleibt ihr jetzt nichts anderes übrig und sie erlebt ein verrücktes Szenario nach dem anderen, doch leider ist die Wirklichkeit etwas komplizierter als der Film, als eine Rom-Com. Klingt total süß und unterhaltsam und ich glaube, das ist jetzt auf jeden Fall noch was für die nächsten ein, zwei sommerlichen Monaten und da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr gespannt. Und das letzte Buch aus dem Paket ist dann ein Buch, das ich noch nie irgendwie wo gesehen habe, mich aber dann der Klappentext sehr angesprochen hat. Und zwar von Sophie Chen Keller, Die unzähligen Wunder der Carmen Street. Ich finde das Cover wirklich total ansprechend, auch die Rückseite total cool. Und es heißt, 1000 kleine Details bedeuten das Glück. Sein Name ist Walter Lavender Jr. Und am liebsten hilft er anderen Leuten, verlorene Dinge wiederzufinden, denn er weiß, wie es sich anfühlt, wenn man etwas vermisst. Den eigenen Vater zum Beispiel. Zum Glück gibt es die Patisserie seiner Mutter in der Carmen Street, wo Wunder noch möglich scheinen. Als das Herz dieses magischen Ortes, ein altes, märchenhaftes Buch eines traurigen Tages verschwindet, macht sich Walter auf die Suche und an nicht, dass er dabei dem Geheimnis seines Vaters näher kommt. Und das Buch hat auch richtig ansprechende Bewertungen bekommen und auch eine total coole Broschüre. Und ich bin super gespannt, was ich aus diesen Büchlein so ein bisschen mitnehme. Ich hoffe einfach so diese schönen Dinge des Lebens, dass auch wenn sie verloren geglaubt sind, sich das Suchen lohnt. Bin super neugierig und freue mich da auf jeden Fall dann auch aufs Lesen. Ja, die letzten zwei Bücher sind dann auch noch zwei ungelesene Bücher. Zum einen When the Moon Hatched von Sarah R. Parker, Die Auserwählten. Ich glaube auch der Auftakt einer Trilogie. Sie sind dazu verdammt, einander zu zerstören, doch er würde die Welt in Stücke reißen, nur um sie lächeln zu sehen. Ist sie bereit, für ihn in Flammen aufzugehen? Wir haben hier auch wieder so wunderschön etwas Drachenartiges. Das hat mich total angesprochen, als ich das bei den Neuerscheinungen entdeckt habe. Und es sieht auch von innen super schön aus. Und ich plane, glaube ich, jetzt für den August da auch den Lesevlog. Mal gucken, wie mir das gefallen wird. Also es sieht hier auch wunderschön aus. Auch hier drin haben wir so ein bisschen die Charaktere. Es gibt keinen Buchschnitt, das mag einen jetzt verwundern. Aber dafür ist dann hier innen auch eine wunderschöne Karte. Und hier hinten drin haben wir nochmal das Pärchen. Und irgendwo, hier, war dann auch eine Charakterkarte. Ein gebrochenes Herz ist die stärkste Waffe. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Hat mich super angesprochen. Natürlich auch einfach vor dem Hintergrund, Drachen, der mag es glauben. Und die Autorin ist Neuseeländerin und es heißt, er ist loderndes Feuer, sie ist zerbrochenes Eis. Erinnert so ein bisschen an das Lied von Eis und Feuer. Nur umgekehrt, ne? Wobei, je nachdem, wie man sieht, ne? Wie man dann damit meint. Und Reef kennt nur ein Ziel. Als Mitglied der Rebellion hat sie geschworen, bis zu ihrem letzten Atemzug zu kämpfen. Für diejenigen, die es selbst nicht können. Und gegen jene machthungrigen Thronerben, die ihr Land in Chaos und Finsternis stürzen. Als ihre beste Freundin bei einem grausamen Attentat stirbt, dessen Opfer eigentlich Rafe werden sollte, ist Vergeltung alles, woran sie noch denken kann. Stärker als das Feuer der Drachen lodert der Zorn in ihr. Doch als sie sich im ausweglosesten Gefängnis wiederfindet, die Hände voller Blut, steht plötzlich Khan vor ihr, der mächtigste Herrscher, der all das verkörpert, was Rey verabscheut und dessen Drache ihr doch das Leben rettet. In Khans dunklen Augen verbergen sich Abgründe und Rey spürt, dass ihr Kampf um die Freiheit unweigerlich mit ihm verbunden ist. Mit den Geheimnissen, die er verschweigt und ihren Gefühlen, die alles, woran sie glauben, zu zerstören droht. Wunderschöner Klappentext, ganz, ganz tolles Cover, muss ich wirklich sagen. Ich bin jetzt ja bekanntlich nicht die größte Coverkäuferin, aber wenn mich so ein wunderschöner Drache und so ein tolles Cover anlächelt, also gefällt mir richtig gut. Es wirkt schon natürlich auch ein bisschen romantisch, aber ich hoffe, dass sich das auch so ein bisschen im Hintergrund hält. Und ich glaube, dass das Büchlein wird, was ich im Lesevlog euch dann präsentieren werde. Ich denke, dass ich das jetzt Anfang August auch lesen werde und freue mich da sehr, sehr, sehr drauf. Wie dann auch auf das letzte Buch, was als E-Book-Rezensionsexemplar bei mir eingezogen ist, und zwar Bell Bog University von Penny Juniper.
der Auftakt einer Trilogie mit dem Untertitel Jinter und Beast. Und der zweite Teil wird im Oktober erscheinen und der dritte dann auch im Januar. Und aktuell habe ich gesehen, dass es das E-Book auch für 4,99 erhältlich ist, was ich einen absolut fairen Preis finde. Und es heißt hier eine Hexe und ein Dämon als neues Power-Couple der Universität. Ja, klingt auf jeden Fall cool. Also wir sind an einer Universität und treffen auf die Hexe Ginger, die in einem magischen Schlamassel steckt. Sie muss in die elitäre Studentenverbindung Aurora Star aufgenommen werden, damit sie nicht enterbt wird. Doch leider hat Ginger keinen allzu guten Ruf, da sie ihre Fähigkeiten nicht unter Kontrolle und durch ihre Feueraffinität schon mehr als einen Brand verursacht hat. Der charmante Halbdämon Colin kommt ihr da gerade recht. Als berühmt-berüchtigter Bad Boy und Schwarm der ganzen Uni wäre er der perfekte Fake-Boyfriend, um ihren Status zu verbessern. Und außerdem ist er feuerfest. Eine praktische Eigenschaft, als zwischen ihnen die Funken fliegen. Denn Ginger verspricht Colin für jedes Fake-Date einen echten Kuss und stellt fest, dass dieses Mal sie es sein könnte, die sich die Finger verbrennt. Und es klingt schon irgendwie sehr humorvoll und locker. Und ich bin nicht immer so der größte Fan von Fake-Dating-Geschichten. Aber hier finde ich es ganz schön, weil sie natürlich auch so ein bisschen die Zügel in der Hand hat. Und ich bin sehr gespannt, ja hier im Grunde Ginger und Colin zu erleben. Und super neugierig, ja, wo das so ein bisschen hinlaufen wird. Auch in welche Richtungen dann vielleicht die anderen Geschichten gehen können, die dann ja auch in der Universität spielen werden. So, das waren sie, meine 13 Neuzugänge. Tatsächlich ja schon ein bisschen was gelesen. Das freut mich meist am meisten, wenn die Bücher gar nicht erst zu lange auf dem Sub liegen. Ich bin sehr gespannt, was vielleicht auch bei euch eingezogen ist. Kennt ihr eins der vorgestellten Bücher? Ist eins vielleicht auch bei euch eingezogen? Habt ihr eins der Bücher auch schon gelesen? Dann super gerne, lasst uns im Austausch in die Kommentare gehen. Freue ich mich sehr, sehr darüber. Und dann bin ich natürlich auch neugierig, was vielleicht euer Neuzugang oder der beste Top-Neuzugang bei euch in diesem Monat war. Und auch darüber lasst uns gerne in den Kommentaren quatschen. Die Büchermonate kommen auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Wochen. Ich vermute mal, dass ich es wieder so in zwei Teile splitte und damit es eben einfach nicht zu lange wird. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann könnt ihr natürlich super gerne auch auf den Abonnieren-Button drücken. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Dann entgeht ihr sozusagen keinen neuen Videos. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.